Sollte auch links klicken. Und auf geht's. 6 Pikiniere, 10 Musketiere. Jetzt bin ich mal gespannt. Gucken wir uns das Spektakel doch mal an. Da ganz hinten steht ein Einzelner. Also ich weiß nicht, das Ding schießt schneller als meine Musketiere. Und da geht schon der zweite down. Ne, ist aber schon der dritte. Oh mein Gott. Entschuldigung für das Räuspern jetzt gerade. Okay, 5. Ich glaube, das reicht nicht. Für das hier jetzt auch noch. Ich mag es zu bezweifeln. Die Pikiniere machen gar keinen Schaden an Türmen. Sehe ich das richtig? Nee. Leider nicht. Okay, die kriegen das nicht mal halb down. Kann ich hier auch irgendwie Rückzug befehlen? Ja. Müssen wir neue Musketiere jetzt hier schaffen? Weil ansonsten gibt das keinen. Haben wir noch 5 Stück. Sieht man da eigentlich noch eine Lebensanzeige? Nee. Leider nicht. So. 5 Stück, das sind 20 Münzen insgesamt. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Bei 4 kosten die, ne? Ja. Okay. Oh, das Problem ist, dann ist aber auch schon bald Ende mit Gold. Na, wie lange spielen wir denn schon? Boah, schon wieder eine Dreiviertelstunde. Oh mein Gott. So weit, so gut.
Was kostet ihr eigentlich? Ihr kostet mit Sicherheit auch Münzen, ne? Ne, ihr kostet keine Münzen. Was können die denn eigentlich, wenn die jetzt da unterstützen würden? Nur mal zum Testen. Ein Musketier noch. Wie viel Gold haben wir denn jetzt eigentlich noch in den Lagern? 9 Gold und 4 Goldmünzen. Nicht gerade eine Menge. So, das heißt, wir müssten jetzt... Nee, der ist immer noch nicht bereit. Achso, 2 Goldmünzen braucht er noch. So. Das heißt, jetzt haben wir wieder ein paar. Aber wie kann man die denn irgendwo hinschicken, die Geistlichen? Wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Ist der denn inzwischen hier? 6-6. Okay. Also probieren wir nochmal unser Glück. Mit diesem Belagerungsturm hier. Oder Befestigungsturm, sagen wir es mal so. Hier, der ist ja ausgeschaltet. Und an dem hat es eben gehapert. Attacke. Ich frage mich, wie ich das Tor da noch kaputt kriegen soll da. Gibt es hier eigentlich auch die Pause-Funktion? Ah, okay. Die gibt es auch. Sehr schön. So. Ab. Vielleicht klappt es ja diesmal. Bisher haben wir nur 2 verloren. Und mit den 3 Soldaten hier müssten es unsere Pikiniere ja alle mal aufnehmen können. Was haben wir hier noch? Eine Bauhütte. Mittelgroßes Prestigeobjekt. Ein Lagerhaus. Jawohl, die Schlacht haben wir gewonnen. Oh, und da kommt auch schon der gegnerische Heerführer. Wir haben noch 4 Musketiere, die schießen aus der Entfernung, und unsere 6 Pikiniere. Wir haben die Schlacht gewonnen. Okay.
Jetzt eroberte das Gebiet, aber es hilft uns immer noch nicht weiter, was Gold betrifft. Oder ist hier irgendwo noch Gold oder sowas? Naja, ich denke aber mal, das war jetzt dieser Teil der Quest. Vielleicht erweitert sich ja unsere Möglichkeiten jetzt ein bisschen. Dadurch, dass wir hier an dieses Kloster hier mehr oder weniger mit dran kommen. Kloster der Wissenschaft. Da bin ich mal gespannt. Okay, vielleicht war es das auch mit diesem Teil. Mit Kapitel 3. Bravo, Prinzessin. Ihr wart erneut siegreich. Der technologische Vorteil ist unser. Und was ist mit dem Bischof? Ist es ihm recht, wenn wir sein Wissen für uns nutzen? Oh, er wird schon nichts dagegen haben. Schließlich haben wir doch Raspun für ihn vertrieben. Das rechtfertigt aber noch lange nicht den Zugriff auf sein Wissen. Ich kontaktiere den Bischof und kläre das mit ihm. Oh, davon würde ich euch tunlichst abraten, Prinzessin. Warum einen schlafenden Hund wecken? Der Bischof braucht nichts davon zu erfahren. Aber wir wären unehrlich. Mag sein, aber warum nicht verlangen, was uns rechtmäßig zusteht? Ihr wollt Tandrien doch erobern, oder? Natürlich. Dann heiligt der Zweck. Wohl mit Sicherheit die Mittel. Tja, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Jawohl, und damit haben wir gewonnen. Weitere 100 Münzen. Ora et Labora. 51 Minuten Spielzeit. Und Vermögen 400 Münzen. Sehr schön. Ging ja doch noch mal gut. Kaufmannslehrling ist unsere nächste Quest. Aber ich mache jetzt noch mal einen kurzen Schnitt, eine kurze Pause und wir sehen uns dann gleich wieder. Ciao, ciao. Hallöchen Leute, zu Let's Wusel, die Siedler 7. Und wir spielen jetzt den vierten Teil der Kampagne. Kaufmannslehrling genannt. Die Beschreibung. Winterlin, die Reise hat euch ans Ufer des Meeres geführt. Ein geschäftiger Hafen eröffnet das Tor zur Welt mit für Winterlin einträglichen Handelsrouten. Doch leider hegt Raspun bereits Eroberungspläne. Na gut, dann wollen wir doch mal. Während Zoe noch über eine Reaktion von Bischof Matthäus nachdachte, heckte Raspun schon neue Pläne aus. Sieg durch Questliste. Und unser Gegner ist immer noch Raspun. Jawohl.